La. Oh Mann, wie lange kann denn das dauern? Was denn? Wir nehmen jetzt echt wie lange auf? 1,5 Stunden, 2 Stunden und ich mache nichts anderes außer Erde kloppen. Mm. So schön. Ah, ja, ja. Ja, wundervoll. Ich brauche jetzt Lehm. Oh, das kannst du mich schon mit einem den Druck platten. Bitte? Klick, klick, klick. Ich muss mal in dein Haus. Nein, da gehst du noch nicht rein. Ich stell's dann mit dir vor. Na, ja? Gut. Bitte. Ja, ist in Ordnung. Warte, brauchst du die Lehmkiste? Ja, hol ich mir dann. Nein, nein, nimm meine, bitte, bitte. Ich guck in deine Biokiste. Nein, nimm halt bitte die Blumen aus meinem Inventar. Bitte, 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 bitte. Ja, ich muss erstmal den Lehm finden. Wo war denn die Lehmkiste? Es gibt keine Lehmkiste. Es gibt in den Kisten keinen Lehm. In deiner Kiste war Lehm. Nein. Doch. Echt? Ja. In der oben, oder was? Ja. Heu. Da ich mir. Hier ist 20 Lehm. 20? Ey, die kriege ich wieder. Ich tausche gegen einen Diamanten. Alter. Was? Wie viel brauche ich denn? 4? Ja, nee, ich brauche 6. Ja, das ist schon mal ein halber Diamant fast. Da ist noch 2 Ziegel übrig. Wow, das ist famos. Ich brauche 6 Blumen. Geh schlafen, los. 3-mal gelb und 3-mal... Jo, warte, krieg ich gleich. Rot. Ich gehe schon schlafen. Ich schlafe. Du hast getrunken, ich hab's gehört. Oh, verdammt, ich muss so sehr rausschneiden. Ja, du... Am Ende ist die Aufnahme wieder bei 20, 30 Minuten. Hier die Blumen, Alter. Hä, was ist die Aufnahme? Ja, wenn du alles rausgeschnitten hast, was niemand hören darf. Ach so. Hä, der Zombie hatte schon wieder eine Schaufel. Was ist denn da? Ach, Blumen brauchst du. Waren das genügend? Ja, super. Ja, ich hab gesagt, ich brauche nur 3 von jeder. Ja, aber ich hatte gerade mehr. Ich hatte gerade welche im Sonderangebot. Steckst du dir einen? Bitte? In einen Popo. Aha. Ist das so, ja? Oh ja. Alter, ich hätte fast das. Wie heißt denn das? Ach, ich muss endlich mal noch was essen. Wie heißt denn das Teil? Die Spitzhacke fast kaputt gemacht. Welche denn? Die Güldene? Jetzt weiß ich wieder, was Sache war. Lecco mio. Jetzt aber. Pass mal auf. Lassen. Es geht! Ja! Es geht! Huhu! Es geht. Was hast denn du wieder? Nichts Schlimmes, aber es geht. Von was redest du denn jetzt? Ich werde es bald realisieren. Na, dann sag's mir halt nicht, du. Nee, ich sag's dir auch nicht. Ja, es könnte ein bisschen schmerzhaft werden. Für unachtsame Menschen. Oh, das kostet 8 Erfahrung, verdammt! Na. Oh. Also wir haben jetzt nur noch 6 Stückler Eisen, by the way. Ja. Jo. Du hast alles verbraucht für diese Scheiße da draußen. Ja. Das heißt, wir müssen bald wieder losstapfen. Ja, das finde ich schön. Ja, so. Nachdem wir jetzt 10 Jahre hier mit Scheiße verbringen. Jetzt mache ich noch ein paar Kisten. Wofür? Ey, du hast doch eine Kiste in der Kiste. Kannst du mal die Fresse... Ah, stimmt. Es ist ein Let's Play. Wie soll ich denn hier die Fresse halten, bitte? Ich mache jetzt erstmal noch eine extra Kiste. Dann räume ich die andere aus. Ja? Ist das ein guter Plan? Nein. Gefällt dir das? Nein. Du hast übrigens noch... Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, als ich dir eine halbe Stunde gegeben habe. Ja, ich habe noch 20 Minuten. Meinst du? Ich räume sie ja gleich aus. Ich bin fast fertig. Aha. Und dann zeigst du mir das Haus, oder? Ja. Ist ja wunderschön. Dann sieht der allgemeine Pöbel auch mal, was du da für einen Scheiß verzapfst. So. Die Kiste räume ich jetzt aus. Aber. Ich räume erstmal unten alles ein. Es geschehen Wunder. Hä? Achso, erstmal räume ich unten alles hin. Das Kohle kann da rein, Dreck kann da rein. Was, Dörp kann da rein? Dörp. Ja, wir haben eine Dörp-Kiste. Hier die ganze Werkzeugscheiße, die kein Mensch braucht, weil ich hier sowieso nicht arbeite. Bitte? Du arbeitest hier nicht. Nee. Was hast du denn dann vor? Hä? Achso, meine Rüstung habe ich da. Gibt's eigentlich so richtige Minecraft-Roleplay-Server? Ich habe keine Ahnung. Weil das stelle ich mir echt richtig geil vor.
Kommt drauf an. Worauf denn? Was stellst du dir da jetzt nicht cool vor? Ja, was verstehst du denn in der Roleplay? Ja, keine Ahnung. Wie ich gesagt habe, dass jeder, der in die Welt kommt, irgendwie eine Arbeit annehmen kann und was weiß ich. Und mit Währungssystem und bla. Und du kannst dir ein Grundstück kaufen oder so. Das Spiel gibt dir nun nicht so viel her. Ja, ich finde nämlich schon. Es gibt ja mittlerweile auch diverse Möglichkeiten, da ein bisschen was zu skripten. Ja, das stimmt. Also mit Bucket und was weiß ich, da gibt es ja echt schon viele Plugins. Ja, ist nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, ob das jemand so umsetzt. Wenn das jemand so umsetzt, dann würde ich gerne mal rausfinden, wer das ist. Ob es da so einen Server gibt, wo da auch ein Haufen Leute drauf spielen. Weil das fände ich echt mal cool. Alter. So erstmal. Was denn? Was hast du denn? Die enchantete Spitzhacke ist mir aus der Hand zerbrochen. Verdammte Scheiße! Brauchst du eine Spitzhacke? Zum Beispiel die in meiner Hand? Ja. Die hättest du gerne, hä? Hau her! Du geiles Stück, du. Willst du sie haben? Ja, damit! Los, bettle drum. Ja, damit! Los, bettel. Du sollst bettel. Ja, damit! Bitte, bitte. Los, bitte, bitte. Geh auf die Knie. Bettle, du. Hier. Ach, Mann. Ich wollte gerade weinen. Jetzt hast du sie. Ich weine jetzt mal auf SpongeBob Art. Ich muss... du alter Schwamm. Jetzt komm, nimm das Wasser wieder mit. Geht doch. Das ist doch nicht mein Wasser. Ja, ich hab ja mich gemeint, verdammt. Du hörst mir auch nicht zu. Warum sollte ich auch? Ja. Ist in Ordnung. So. Ja, bitte. Cobblestone kommt hier rein. Cobble. Ach, ich ordne das jetzt nicht. Ist mir auch scheißegal. Wehe, du ordnest es nicht. Ich krieg einen Koller. Okay, ich ordne es. Cobblestone. Weißt du, wir haben extra Kisten beschriftet und alles. Stone, Bricks. Oh, ist das schön geordnet. Aber die erkennst du doch eh nicht auseinander. Ja, ich schon, wenn ich drauf fahre. Ah. Ja, jetzt was die Dreckkiste. Texture-Pack. Die Dreckkiste ist voll. Ja, wir haben doch daneben noch eine Dörpkiste. Ach, da ist die Dörpkiste. Wo kommt denn die ganze Kohle in meinem Inventar her? Ich habe hier 64 Kohle. Was? Du diebischer Dieb. Ey, ich muss an die Bio-Kiste. Ich verbrate es die letzten 6 Eisen. Nur zu deiner Information. Ja, ist mir egal. Ich brauche Eisen sowieso nicht. Wofür auch? So. Die Playlist ist gerade einfach so zu Ende gegangen. Ja, ne? Fangen wir an mit Gottfunk. Ah, ja, nee, das ist doof. Ist ein geiler Song. Das ist gut. Nee, Gottfunk mag ich nicht, der ist so. Ach, du hast die ja noch nie gehört, alle. Nee. Nie, du wirst sie auch nie hören, das ist so verstörend. Ich guck das Let's Play nicht, ich finde das scheiße. Ja. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so, meine Knusperkiste einräumen? Ich hab doch gar keine Knusperkiste. Hey, doch, du hast doch vorhin eine beschriftet. Ja, ich hab das Schild hingemacht, aber die Kiste fehlt noch. Du hast doch draußen auf dem Vorhof irgendwie 2 Kisten stehen. Ja. Da muss ich noch eine bauen. Eben. So. Also, es ist wirklich alles Mangelware außer Erde. Das ist ja nicht mehr feierlich. Das können sie auch mal einführen, dass man aus der Erde mehr machen kann. Ja, und zwar was? Zum Beispiel Slabs. Ja, ich würde mal gerne einen Weg aus Erde herstellen. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Nur, was wollte ich sagen? Aber nee, ich meine, was willst du denn da mehr machen sonst? So einen schönen Weg aus Dreck. Weißt du, wo man nicht die ganze Zeit hüpfen muss? Ja, mit Slabs, aber außer Slabs. Was denn sonst? Aus Erde kannst du nichts machen. Werkzeug. Ja. Muffi, sehr gut. Sehr. Die haben auch eine Axt aus Holz da drin. Also. Ja. Okay, fuck Logic, aber. Ach ja. Muss ich jetzt hier durch den Wald? Ach nee, ich lass den Wald einfach stehen. Und geh hier entlang. Oh, ich bin so gewieft. Das ist ja. Hoi, hoi, hoi. Wo kommen denn die Bricks her? Welche Bricks denn schon wieder? Ich tu dir jetzt Bricks und 2 Blumentöpfe in deinen
in deine Kiste rein. Und mit welcher verdammten Begründung tust du das? Ich tue meinen ganzen Müll bei dir rein. Du bist so ein asozialer Assi-Arsch. Nein, das mache ich nicht. Ich habe nur die zwei Sachen. Das war quasi dafür, dass ich mir den Lehm geklaut habe. Ah. Du nimmst mir also was, was ich super gebrauchen kann und gibst mir dafür was, was das Unnützeste auf der ganzen Welt ist. Ja. Das okay. Ist ein fairer Deal. Problem? No. No problemo. Si, es con holla. So, noch das Holz da rein. So, bist du jetzt mit dem Haus fertig, bist? Kannst du bitte mal die Fresse halten? Ich bin noch lange nicht fertig. Alter! Ich hab doch gesagt, ich räume mir gerade ein. Ah, Muffi, wir haben ein großes Problem. Du hast die Aufnahme vergessen zu starten. Nee, du musst dein Haus um 90 Grad drehen. Okay, ich reiß nochmal alles ab jetzt. Und das ist jetzt kein Witz oder sowas. Das ist mein voller Ernst. Weißt du, was mein voller Ernst ist? Dass du dich jetzt mal ins Knie fickst. Alter! Das ist mein Ernst. Was geht denn bei dir schief? Wir hatten noch mal eine Sand... Ah, da ist die Sandkiste. Muffi. Ich brauch Holz. Aha, das ist interessant. Das ist das letzte Holz. Das letzte Holz? Nee, es ist noch was übrig. Oh, es ist schon wieder dunkel. Ja, ich komme gleich. Aber das heißt, ich kann wieder was trinken. Das ist so schön. Hatten wir eine Gravierkiste? Ja. Wo ist... Ah, da ist sie. Du hast es sogar selber gebaut. Nee. Nö. Ey, warum machst du den Keller zu? Damit du genervt bist, wenn du wieder rauskommst. Ja, da vielleicht dich jetzt im Bett liegen. Na gut. Das gehört dir nicht. So. Man lässt jetzt nicht einfach so Menschen im Bett liegen. Nee, das macht man nicht. Aber ich muss mich gerade wieder kratzen. Alter, du hast echt Probleme. Ja, ich habe auch Probleme. Wo hänge ich denn jetzt das Bild auf? Ach, weißt du, es kommt kein Bild hier hin. Doch! Ich häng's in dein Zimmer, in dein. Oh. Dein Wieso kommt denn der ganze Bullshit zu mir? Das ist doch. Mann. Du hast doch gesagt, dein Haus ist ein Klo. Hä? Geht's noch? Das hast du gesagt. So, jetzt komm ran. Ich hab was zu verkünden. Und zwar? Dieses Haus ist fertig. Nee. Doch. Komm her, komm. Es komm. Sieht so beschissen aus. So, sie ist fertig. Kommen Sie rein. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Also, das hier ist der Operationsplatten. Ja, mich auch, aber da muss ich jetzt dran gehen. Das ist der Operationsraum, ne? Hier wird geköchelt und alles Mögliche. Ja, in der Ecke kannst du dich verstecken. Was machst du da? Alter, mach das wieder ganz. Wie denn? Ich hab grad das. Mach es ganz. Schön. So, komm hier her. Das ist ein Zwischenraum. Kommst du mal her? Ja. Was machst du denn schon wieder? Nix. Was hast du da gemacht? Okay, das ist ein Zwischenraum. Hier sollte man hinten rausgehen können. Ja, hätte man, aber. Weil ich habe ja einen Block vergessen. Das hätte 5 breit sein müssen. Ja, dann baust halt. Jetzt kann man hier keine Tür mehr reinmachen. Das ist unmöglich. Ja, baust halt nochmal auseinander. Das ist das Gästezimmer. Hier darfst du schlafen. Oh, hier ist es schön. Ja. Nee, die Blumen sind verkehrt angeordnet. Ich wollte es nicht anders. Das bleibt jetzt so. Nein. Komm her. Komm. Komm hier hoch. Hier ist meine Knusperkiste, da ist mein Essen. Hey, mach doch die Leiter da mal richtig hin. Das macht mich auf. Nein, das soll so bleiben. Das muss so bleiben. Alter. Also, das ist ja. Warum? Mit welcher Begründung? Nein, das war falsch. So, jetzt. Oh, Alter. Jetzt komm hoch hier. Aber wieso denn hier? Das ist mein Schlafzimmer. Oh, hier ist er nett. Auch da oben ist er nett. Ne? Jetzt kommst du hier durch. Kommst du mal? Du hast lang genug geguckt. Steh nicht auf meinem Bett rum. Aber. Bett? Ey.
Komm. Komm. Ich bin da. So, kleine also, Lagerraumkiste, Kistenzeugs, ne? Dann räumen Sie bitte mal ein. Das ist nichts drin. So, und hier. Alter, wie geil. Der Gute. Ja, jetzt ist es geil, ne? Ja, es ist voll geil. Mhm. Jetzt guck dir mal dein Haus an. Nur führ mich mal durch dein Haus. Da hinten ist ein Schwein. Ich hab in deinem Haus einen Bildaufgang. Oh. Man sollte hier aber auch irgendwo runterkommen können. Nein. Boing. Der obere Bereich ist ja nur für mich, ne? Aha. So, wo hängt da jetzt was? Oh. Ja. Ist es ein Bild? Das ist ja ein Wohnzimmer. Ja? Mhm. Bei mir ist es eine Brücke. Oh. Nee, es ist ein wohnliches Wohnzimmer oder ein Schlafzimmer. Sehr schön. So, weißt du, was ich dir jetzt sage? Was denn? Jetzt ist Aufnahmepause. Juhu, endlich. Endlich habe ich nur eine Woche frei. Du bist befreit. Oh, ich habe mein Inventar jetzt. Also, Dankeschön fürs Zugucken. Ich bin höchst erfreut, dass es so super geklappt hat, dass ich nichts anderes gemacht habe, 2 Stunden lang, außer Erde klopfen. Naja, Muffy hat ein Haus. Ist doch schön. Ja. Nächstes Mal schauen wir vielleicht wieder in Dungeon, oder? Sehen wir dann. Mhm. Das wird spontan geregelt. Ciao, ciao. Tschüss.